So, wir machen Schokoladenbrot. 250 Gramm Butter sind drin, oder? Ja. Eigelb. Wir, die Carolina und ich, der Wetterhuber, backen heute Plätzchen. Und zwar zusammen mit der Petra aus Großhadern. Die hat sich damit bei unserer Aktion mit der Hypo-Vereinsbank Du für München, der FC Bayern für dich beworben. Im Stadion war sie schon. Wie war's denn? War auch wirklich ganz toll gewesen. Und das Wetter hat auch mitgespielt. War ganz super tolles Wetter. Und wir haben 5-0 gewonnen. Also besser kann es ja gar nicht gehen, gell? Und als Gegenleistung backen Sie jetzt für den guten Zweck. Was heißt es genau? Wer darf denn dieses leckere Schokoladenbrot dann essen? Also ich habe jetzt gebacken für die Freiwillige Feuerwehr Großhadern. Und zwar sind da ungefähr 30 Freiwillige immer, die tagsüber natürlich ihre ganz normale Arbeit machen. Und sobald der Piepser losgeht, und das hört man furchtbar laut, springen die in die Stiefel und die Hose, die zu Hause parat stehen. Und dann geht's los. Von uns aus so sind es 600, 700 Meter. Ja, und dann geht's los zum Einsatz. Was haben Sie denn da jetzt schon gebacken alles? Da sind ja schon ein paar fertig. Wir machen jetzt dann noch hier das Finale. Das Finale, also ich habe Vanillekipferl, ich habe Husarenkrapfen, dann haben wir Engadiner und einen Stollen. Und das wird jetzt eben noch das Schokoladenbrot. Ja, und dann hätten wir mal so einen Teller voll, wo die Mannschaft dann abends essen kann. So, dann lassen wir Frau Bartos jetzt weiterbacken. Wir haben kontrolliert, dass sie es auch wirklich einlösen, weil das muss man natürlich auch. Genau. Richtig. Und der FC Bayern geht ja jetzt in die Winterpause. Schlimm für mich, schlimm für alle Bayern-Fans, aber es geht ja weiter. Und zwar im Frühjahr die Rückrunde. Und auch da gibt es wieder Karten bei Du für München, der FC Bayern für dich. Und wie sie sich bewerben können, das wird gleich hier unten eingeblendet.